Wurde kurz unterbrochen, aber schon geht's weiter. Mit dem Sprungmeister 2000. Nochmal probieren. Also. Jetzt hätte ich schon gedacht, dass das klappt. Einmal probier's noch. Einmal und dann. Jetzt hat's geklappt. Oh, komm schon, der war doch gut. Ah, genau. So ging das. Wenn man nämlich rollt und dann springt. Nein, dann rollt man drüber. Oh, bewegt dich. Okay, so müsste das dann jetzt eigentlich klappen. Oh. Ja, perfekt. Perfekt. Ich glaube, anders hätte ich dann noch ewig rumprobiert. Das muss eins von den Wer weckt das Orakel auf? Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Viel geiziger kann man auch nicht mehr sein, oder? Ich bin derjenige, den du suchst. Bring mir 120 Precursor-Orbs. Ich habe schon lange nach jemandem gesucht, der mir Orbs bringt. Warte mal, vielleicht muss ich mit dem wieder reden. Hey, meine Jackhaus sind ja immer noch draußen. Ach, seid bitte so nett und holt sie jetzt rein. Was du? Ach so, da ist noch einer. Hat sich aber auch gut versteckt. Nein, da geht's lang. Da geht's lang. So, und rein mit dir. Dieser faule Farmer schuldet uns eine Energiezelle. Mit dem werden wir jetzt mal reden. Guter Plan. Da! Gut gemacht, mein Junge. Die verlausten Viecher sind jetzt im Pferd. Nun kann ich beruhigt schlafen. Hier ist eine Energiezelle für deine Mühe. Breakdance! Oh yeah. Noch eine Precursor-Zelle mehr, ja klar. Eine Energiezelle. Da ist Wasser. Ah, das sind Orbs. Verbotener Dschungel. Schauen, wir müssen noch das Ei suchen. Wir müssen die komischen Dinger reinigen. Wir müssen rausfinden, was das hier eigentlich ist. Aber ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir zum dritten Teil kommen, weil der ist der beste. Von der Story her, einfach vom ganzen Spiel her. Aber darauf könnt ihr euch auch schon freuen, aber der Teil ist auch noch spitze. Aber erstmal jetzt hier rumschauen. Das ist ein Loch. Der springt zu kurz. Da ist eine Schlange. Erstmal kaputt schlagen. Ah, da wird das mitgezählt. Wenn man die einsammelt, dann sieht man, wie viele man schon hat. Weiß nicht, ob das jetzt wieder kommt. Ah, es kommt wieder. Ah, jetzt sieht man es oben. Und zwar so. Dummer Tentakel hier. Aber da drüben sind bestimmt noch ein paar Orbs, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Kann man ja abkürzen ohne Ende. Einfach mal über an allem vorbeilaufen. Die ganzen Gegner in Ruhe lassen. Das macht ja keinen Spaß. Die wollen doch alle eine auf die Fresse. Ich spür's doch. Sie lechzen danach. Hopp. Und. Aber die Schlange nervt nicht. Nö. Ah, das ist wieder ein eigenes Gebiet, okay. Ah, ui, das war knapp. Das war knapp, die hätten wir beinahe getötet. Eindeutig. Sah schon so fies aus.
raufhüpfen. Ah, wir haben schon 118. Oh. Das wäre jetzt auch nicht gesund gewesen. Komm schon, die letzte. Jawohl. Was bringen die Dinger? Oh. Ah, die tun weh. Ah, das bringen die. Interessant. Schlapp. Und durch. An denen sollte man dann wahrscheinlich nach Möglichkeit vorbeischwimmen. Könnt ihr mir jetzt mal so vorstellen. Schauen wir mal. Boah, das Gebiet ist schon riesig. Ah. Ei. Ei, 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 ei. Das war knapp. Oh. Das sind jetzt diese Girl-Locks? Wie sind die? Ach, das hab ich schon wieder vergessen. Irgendwas mit Lock. Ah, das glaube ich. Ein Precursor-Stangen-Ding. Statuen, Nicht-Statue, ohne Kopf-Statue. Ding. Das hier rumsteht. Ich habe mir gedacht, als erstes muss man immer mal den Köpfler drauf machen. Vielleicht funktioniert es ja. Tu mir den Gefallen und halt dich von diesen dunklen Eco-Kisten fern. Ah, wahrscheinlich, wenn man 50 von den kleinen hat, kriegt man ein großes wieder dazu. So eine nervige Art, Leben aufzusammeln. Für 50 von den kleinen ein großes. Spähfliege Nummer 2. Tack, tack. Tack, tack. Darüber. Muss ich darüber? Ach, von da bin ich gekommen. Das ist die Brücke. Da oben sind aber noch mehr. Irgendwas muss man da doch machen, oder? Bin ich mir ganz sicher. Muss man mit denen irgendwas machen? Irgendwas? Weiß ich ja nicht. Ach, schade. Scheint jetzt irgendwie so nicht zu klappen. Dann gehe ich eben mal weiter. Da unten sind noch Precursor-Ops. Darunter geht, glaube ich, leichter als hier oben zu bleiben. Also bleibe ich erstmal hier oben. Oh, das war knapp. Das war jetzt mal echt knapp. Oh. Du mein Tentakel hier. Oh je. Girl-Locks, Morlocks. Morlocks waren, glaube ich, bei Star Trek, oder? Keine Ahnung. Hey, da sind kleine Blitzspuren an diesen Pfosten. Und aus der Eco-Öffnung da drüben kommen Blitze. Denkst du, was ich denke? Dass wir was zu essen gehen sollten. Was essen gehen sollten? Oder wir machen es so. Es geht natürlich auch. Das wäre jetzt meine zweite Wahl gewesen. Tak, 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 tak. Alles zerstören und vernichten. Wir müssen auf die Spitze dieses Turmes. Ah, da kann ich rauf. Merke ich jetzt mal so nebenbei. Könnt ihr hier eigentlich drauf springen? Ich hoffe, ich brauche da oben jetzt nicht das blaue Echo von da unten. War das jetzt alles? Hatten wir jetzt irgendwie mehr erwartet. Ist da irgendwas? Nö. Da ist nur der ewige Abgrund. Da geht's auch nicht. Und da sind wir wieder drin. Aber da ist noch was. Um das hier aufzuladen. Ah, ich sehe schon. Beweg dich. Perfekt. Blaues Echo. Und hoch geht die wilde Fahrt. Die muss man nur einmal anschalten, oder was? Auf geht's. Was bringt das? Ah!
das bringen die? Interessant. Wieder was gelernt. Ah, nein! Oh, oh. Okay, das war jetzt Fail. War doch irgendwo. Super, jetzt haben wir hier einen Precursor-Starter, aber deine Energie ist nicht voll aufgeladen mit diesem blauen Zeug, also bringt uns das überhaupt nichts. Ich hab's ja schon, Dexter. Keine Sorge. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, mitgekriegt hat man schon. Er heißt Jack, der Große. Und unser kleiner Freund ist Dexter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die das jetzt schon erwähnt haben. Aber eigentlich schon. Oder? Klappt das jetzt noch? Weiß es nicht. Oder muss man das nur einmal aktivieren? Boah, das ist schon schwer mit der Kamera hier mitzufahren. Da, da! Ist hier noch was? Ach nö. Das ist nur ein großer Lift. Aha! Sind immer so cool, da kann man von oben drauf schauen und dann rumlaufen. Und springen! Wo sind wir denn jetzt? Ah, da ist so eine Öffnung. Hm. Wir haben kein blaues Eck, also gehe ich mal hier lang. Da ist noch so ein Precursor-Starter. Ganz ruhig. Boah. Jetzt kommt er um die Ecke rum. Ich dachte, der fährt dann nur geradeaus. Ja, hat mich jetzt überrascht. Ebenso wie der da. Immer zuerst die Orbs holen. Die sind wichtig, weil Dorfbewohner wollen aus irgendeinem Grund alle solche Orbs haben. Wahrscheinlich wollen sie alle wieder Energiezellen von anderen kaufen. Deswegen verteilen sie Energiezellen, damit sie neue Energiezellen kaufen können. Klingt logisch. Bah! Passiert jetzt was? Oh ja. Ah! Habt ihr das gesehen? Auf der ganzen Welt sind blaue Eco-Öffnungen aktiviert worden. Ich hab doch gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, sie aufzumachen. Es muss noch andere Orte geben, von denen aus man auch die restlichen Eco-Öffnungen aufmachen kann. Auf der ganzen Welt? Ah, jetzt bin ich da. Ah, und jetzt sind da überall so... Ja! Ja, klar! Verarsch mich nur. Okay, also bei denen sofort weiter. Ist da noch oben noch was? Nö, ist nur ein Schacht. Nein! Ich wollte doch nur über den Rand springen.